So, Freunde, da wir es ja mit Krieg leider nicht geschafft haben, die Hälfte der Russen schon freiwillig wieder rausgeht, spielen wir jetzt wieder mit irgendwelchen Leuten, die gerne mit mir spielen wollen. Jetzt kommt die Hälfte in Bull drauf. Ey, aber ich bin's doch, dein Größterin. Dann darf jeder mit mir spielen. Also wir haben jetzt hier sechs Leute, also wenn wir das Spiel jetzt hier nicht rasend schnell gewinnen, dann weiß ich auch nicht. So, sind genug Leute auf der Dingslein. Aber der Pins, der will unbedingt bei mir mitfahren. Das ist ein richtiger Fuchs. Frontlaufer meint, er hat's voll drauf. Guck mal, wie sie da alle stehen, die Bobs. Es wäre sehr ungünstig, wenn wir alle in denselben Wagen einsteigen. Aussteigen, ich kann mich rüber. Ich will euch nämlich gar nicht sehen. Puh, ist das toll. Ihr habt gesagt, wir spielen im selben Trupp. Ich hab's nicht gesagt, dass wir alle dasselbe Ziel angreifen. Naja, ich habe ja eine hässliche MP34 Fabrikstandard. Trotzdem mal über einen Haufen dahin. Danke. Oh, natürlich. Wieder reingelaufen, der Drecksack. Ja, schnell mal D2 verteidigt, gut. Aber ich liebe diese Bomber, die immer rüberkreisen. Jetzt hab ich wieder abgeknallt. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe leider zu viele Sachen eingepackt, sonst hätte ich hier noch einen dicken Tiger holen können. Aber wenn ich sechs Leute einlade, kann ich ja wieder den Tiger fahren. PKM mit, aber ich weiß nicht, wo ich hier bei der Fabrik welche legen soll. Mobiler Einsatz 10, AVS 3-0 im Club. Spam, Junge. Granatspam! Tot. Granatenspam! Granatenspam! Ich bin so gut! Oh, Scheiße! Es tut mir leid. Das kann jedem mal passieren. Da kommt der Heavy Tank. Den schaffen wir aber nicht. Scheiße! Der hat natürlich wieder eine One-Hit-Mosin dabei, der hässliche Drecksack. Ja, nimm ruhig die Waffe auf. Oh Gott. Kriegen wir den Panzer da vorne kaputt? Ohne Hero Roland, da wette ich doch nicht drauf. Das kriegen wir doch wieder nicht hin. Halt, warte. Den nicht, den. Ist schon kaputt, sehr gut. Gut, hat sich erledigt. Dann tut's mir leid. Ja, ich pack dir nur aus, gezwungen den Fall hier. Nachher steht der Panzer wieder eine Stunde lang im Spawn und ich hätte wieder was machen können und keiner ist da. Wir haben ja eh gleich gewonnen. Oh, wen haben wir denn hier? Wer kommt denn hier besuchen? Hallo? Ja, komm, den machen wir aber noch kaputt. Ja, ich bin ganz gut, ne? Ja, der fliegt auch ohne mich in die Luft. Ich nehme mal die Mose, danke. Wir haben ja schon gewonnen. Mann, sind wir Helden. Wow, ich sag ja, kinderleicht mit sechs Mann hier im Trupp. Lass mich, ich will noch snipern. Ich will doch noch snipern. Zack, One-Shot. Den hätte ich auch noch gehabt.
Wie einfach, ja, mit 7 Mann im Trupp, wollte ich sagen, mit 6 Mann im Trupp jetzt nicht unbedingt die Kunst. Ach, 9 zu 2, Mann, bin ich ein Held, habe ich wieder Granaten gespammt ohne Ende. Deswegen meine ich ja, deswegen will ich ja unbedingt Krieg spielen, ne? Ich meine, ist ja auch mal ganz schön, dann kann jeder mal mit dem Roland ein bisschen Pillemalle machen, aber ich hier so hotti dutschi. Aber in der Verteidigung verstecken sie sich alle immer überall. Und die Infanterie. Oh, das ist der Spieler wieder. Hier mit der PTRD kommt man, das kann das doch nicht. Sehen Sie gleich live, Spieler mit seiner PTRD, weil er wieder rein zu Hause hat. Ja, die kommen hier gleich. Wenn die gleich rumballern mit ihrer PTRD. Setzen sich schöne Türrahmen rein und freuen sich. Kommen direkt außen rum. Hoffen, dass wir es noch wegkommen, bevor die anfangen mit der PTRD zu snipern. Spieler ist auf D. Uah. Wieder hinterm Baum gekämmt, gewartet. Keine Chance. Ah, es wird wieder herrlich. Mit allen Waffen wird jetzt wieder gegamed. Ah. Komm, lass mal Hero erschießen. Wenn wir hier anhalten, komm. Jetzt muss ich nämlich nach D2 schon rüberfahren. Gleich wieder rüber verlegen. Wenn ich Pech habe, schießt mich als die PDRD ab und dann wird bei D1 gecampt. Oh, Scheiße. Ich wollte ihn eiskalt überfahren. Ja, schießt doch, ist doch gut da hinten. Ihr habt euch doch schon gesehen. Jawohl, und da oben steht auch noch einer mit dem STG. Wow, Alter. Jetzt wird aber hier mit Clans reingegangen, damit der CIA irgendwie noch aufgehalten wird. Mann, 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 Mann. Komm, wir joinen mal alle gegen Hero. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Und allem krieg ich's auch hin. Komm, trau dich. Zack. Warum knallst du ihn nicht einfach ab? Es ist wieder herrlich. Ne? Es wird wieder vollkommen gegen mich gespielt. Warum rennst du mir mit dem Medkit in der Ecke hinterher bei einem Punkt 5 gegen 5? Mann, 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 Mann.
Mann, jetzt wollen die auch jetzt auf Stress suchen, ey. Da denkt man, man hat einen schönen Nachmittag und dann wird mit allem gespielt. Also, da müssen wir uns ernsthaft überlegen, ob wir dann keine Russen mehr. Dann spielen wir den ganzen Tag Russe, weil dann hier nur noch mit der PDRD gespammt wird. Damit ich hier nur damit sie mich hier trollen können. Verstehen, was sie dann auf deutscher Seite machen. Helfen. Scheiße, ne? Er sitzt oben im Dach. Wir sitzen jetzt alle hinten, das ist nicht gut. Wenn wir alle hinten sitzen, ist scheiße. Das Problem ist, sie haben jetzt den kompletten Vorteil, Geländevorteil, alles. Weil wir mit dem Wagen nicht mehr rankommen. Ja, ich laufe mal kurz rein, wenn es nichts ausmacht. Oh, du lebst ja gar nicht mehr. Danke. Ja, steht in derselben Ecke, weil da zwei Leute sind. Ich konnte nämlich nicht mehr. Ich hätte nicht das Gewehr einpacken sollen, aber was soll's. Hey, lass mal Gewehr spielen und dann kommen sie alle mit AVS, App, PDRD und Dings an, wo du dann jede Waffe gebrauchen kannst. Wenn sie mal im Krieg so bewaffnet umherlaufen würden. Wie sieht's auf der E-Seite aus? Sehen tust du niemanden. Ich sag ja, du siehst niemanden, aber geschossen wird aus allen Lebenslagen. Müssen wir schon wieder alle einen Scope in der Hand haben. Niemals mit zwei oder drei Leuten, alle in einem Wagen. Jeder seinen einzelnen. Jeder einzeln fahren. Leider auch ein bisschen leicht erkältet, aber das ist egal, das kriegen wir ja noch hin. Schnell meinen Statisten abgeknallt, der Merle. Mein Guter? Ach komm, du kannst doch mit der Pistole eh nicht schießen. Wäre doch gedacht. Natürlich hat er noch die Sonne im Rücken.
schlucke ich da jetzt alle runter. Wer da jetzt auftaucht, wird erschossen. Nur noch anfangs. Ihr wollt euch jetzt ernsthaft mit mir auf der Entfernung anlegen? Da hat nur der Kopf rüber geguckt! Den könnten wir auch noch abschießen. Ihr seid Helden. Ihr meint jetzt, ihr kriegt mich da, oder wie? Streifschuss. Sobald du ein bisschen mehr rüber guckst als 2 mm seid ihr. Schieße mein ganzes Magazin leer und mache ihn wieder. So, Freunde. Sobald ich nämlich in der Defensivposition stehe, sieht das alles ganz anders aus. Wenn's nochmal rüber, komm, trau dich. Noch ein Versuch, hä? Das Magazin leer geschossen. So, ist mal die KD in Ordnung gebracht. Ah, PDRD! Kommt er wieder umhergesprungen, tut mir leid. Ja, noch Heil Roland. Trollen, mehr geht nicht, ne? Ach, herrlich. Fehlt nur noch, dass da steht, sie konnten nicht erschossen werden. Begründung war nicht Hero Roland. Das wär's auch noch. Kannst du vergessen. Da haben wir wieder unseren Penis hier wieder rausgehalten. Wir campen mit der PTLD. Ja, ganz toll. Scharfschützengewehr wieder. Ah, vom Bomber erwischt. Und gewinnt tun wir es trotzdem. Trotz PTRD und alle. Ja, Alter, wird wieder gesnipert. Gegen zwei. Eieiei. Ich muss rüberkommen. Zwei gegen 1 gegen 6. Hier Stimmung. Das sind so viele.
Ah, PTRD. Ach, herrlich. Das ist no skill. Das ist absolut, hat das null mit Skill zu tun, sich mit einer PTRD zu vercampen. Es ist einfach nur zum Trollen. Weil ich kann die Lane nicht wechseln, weil wir von dort aus angreifen. Das wissen natürlich die, deswegen immer den Vorteil schön ausnutzen. So, wir müssen jetzt mal wechseln. Wir holen jetzt die MP40 rein. Jetzt reicht's. Und wenn er wieder von hinten weggesnipert. Wieder angeschossen. Nur Partisanenkrieg. Nur Partisanen, das ist der Wahnsinn. Die kommen hier mit 6-7 Mann rein, nur zum Abcampen. Es ist einfach herrlich. Mit Vollautomatik, mit Sniper, es wird nur gecampt. Herrlich. Nur an der Basis hocken und warten. Nur an unserem Spawn rumsitzen und snipern. Zack, One-Shot. Keine Chance, so wirklich alle auf mich. Ne? Also dann hier noch einen drin zu haben, der ansagt, jetzt ist er tot. Ne? Da wird nur drauf geachtet, wo ist Giro Roland. Das ist ehrlich absolutes Abgefahrene. Ne? Das ist immer herrlich, dass wirklich nur alle auf mich gehen. Es ist scheißegal, wie das Spiel ausgeht. Es wird nur auf einen Mann gespielt. Und Headshot, natürlich. Luck hat er auch noch. Kein Problem. Weißt du, dann in so einem Spiel, weißt du, mit 4 Mann mehr in der Verteidigung, mit 4 Mann mehr kriegen sie es nicht hin zu gewinnen, ne? Weil ist ja normal, die wollen ja jetzt alle gegen mich spielen. Mit 4 Mann mehr kriegen sie es nicht gebacken, ein Spiel zu gewinnen. Es ist so lächerlich, so peinlich. Weißt du, dann spielst du ein... Ne? Guck mal, wie der nur auf mich dreht. Ich traue mich hier gar nicht um die Ecke zu gucken, weil hier nur rauf auf mich gewartet wird. Ich warte auf den Tag, wo sie sich das mal trauen, wenn ich in der Verteidigung stehe. Aber da traut sich das ja keiner. Weil dann passiert das mit dem Gewehr 43, die Nummer. Dann schieße ich wieder alle über den Haufen. Laufen. Ich komme da ganz schlecht hoch. Ja, ich sag ja, in jeder Ecke hockt einer und campt. Es ist einfach wirklich ein Campfest wieder geworden. Das ist einfach unglaublich. Das überlege ich mir nochmal, ob ich das nochmal online mache. Deswegen wollte ich unbedingt Krieg spielen. Also Stage wird nicht mehr vorkommen, weil es einfach, ja, weil es alle nur noch darauf abgesehen haben, das Spiel mit Absicht zu verlieren, um da KD abzufarmen. Siehst du, guck mal, das ist einfach der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn, wie jetzt hier gecampt wird. Unglaublich. Na, guck mal, ein Flieger, der kreist nur am Spawn-Camping, es ist die reine Freude. Nimm das Medkit außer Hand. Der steht... Ja, wieder gecampt. Es ist einfach geil. Er weiß, egal in welche Richtung ich komme, ne? Die wissen ganz genau hier wieder, wo von welcher Seite ich komme. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das die Leute jedes Mal so gut abdecken. Und es tut mir leid, dafür spielen die einfach im Krieg alle so extrem schlecht, ne? Dass sie in Stage auf einmal, ne?
Die haben jetzt hier wieder einen drin, der ansagt, wo ich langlaufe. Jetzt werde ich nochmal abgeknallt. Ich bin nur am Fliehen, weil die nur hinter mir her sind. Der Einzige, der nicht in meine Richtung guckt. Echte peinliche Nummer. Also ist es halt, wenn alle nur auf einen gehen, dann kann das irgendwann nicht mehr funktionieren, ist klar. Na, deswegen will ich unbedingt Krieg spielen, weil Krieg ist einfach viel einfacher. Ne? 28:14, der Wahnsinn. Spiel ging ja wieder voll an mir vorbei, aber es waren ja auch alle hinter mir her. Ja.